Hallo und herzlich willkommen zurück hier in Italien. Wir sind auf der Schafweide angekommen mit unserem kleinen Mähgerät hier. Und ich würde sagen, wir testen es gleich mal aus. Denn die Schafe brauchen erstens eine Kleinigkeit an Futter und wir können gleich mal sehen, wie gut das funktioniert. Würde ich sagen, wir fangen mal hier oben an. Ja, fangen wir mal hier an. Hier ist das Gras gut. Okay, jetzt muss ich erstmal in das Manual kurz schauen. Ja, ich denke, da ist nichts weiter zu beachten. Genau, mit B. Und dann geht's los. Ja, und dann düst er hier drüber. Okay. Sehr schön. Ja, schöne Sache. Gefällt mir sehr gut. Gefällt mir wirklich gut. Das ist nicht schlecht. So, ich würde hier nochmal die letzten paar Meter machen. Genau, bis wir voll sind. Und da sind wir auch schon voll. Wunderbar. Und dann können wir hochfahren und mal entladen. Ups, das war der falsche. Ja, so sieht's aus. Ja, und ich denke, dass das so das Beste ist. Das sind 1200 Liter. Da haben wir die Tiere schnell mal aufgefüllt mit Nahrung, sage ich mal. Und da müssen wir nicht immer alles machen. Wir brauchen es auch momentan, glaube ich, nicht so für Ballen. Das Einzige, was man machen könnte, man könnte hier nochmal den Bestand erhöhen, dass mehr Wolle dabei rumkommt, aber ja, das wäre vielleicht nochmal eine Aktion, hier massiv Geld reinzustecken. Ob sich das allerdings lohnt, weiß ich nicht. Wir werden auf alle Fälle mal, war das nicht mit I? I entladen. Okay. Okay, da haben wir gerade den Trigger verlassen gehabt, obwohl wir noch drin standen. Kein Problem. Das sieht gut aus. Da hinten wächst es wieder an. Und ich muss mal gucken, dass... Man sieht es leider von hier nicht, aber hier sieht man, dass die Konsole da Zucker blinkt, ne? Oder das kann natürlich eine ganz einfache... Ne, das war vielleicht bloß so ein Flackern, aber ich hätte gedacht, da blinkt die Konsole sogar, dass da hinten abkippt. Gut, okay, jetzt schauen wir nochmal rein, wie es den Schafen so geht. Da haben wir das nämlich auch geklärt. Und bei denen ist es ja fast wieder voll. Ne? Eine Runde könnte man noch fahren. Ich hätte eigentlich noch Bock auf eine zweite Runde. Machen wir einfach mal. Na, und dann kann das andere wieder nachwachsen. Und wir haben immer frisches Gras für sie. Fällt mir eigentlich richtig gut. Wie gesagt, ist nichts für die Masse oder so, aber dafür ist das schon mal okay. Und ich glaube, sowas entspannt auch ein bisschen, auf so einem Meer hier zu sitzen. Einfach mal hier am Rand noch ein bisschen. Ja. Hi. Sehr gut. Ja, und schon kippt das ab, ne? Echt schön. Gefällt mir richtig gut. Aber wie gesagt, so kannte ich es auch. Ist aber eben, wie gesagt, nichts für die Masse, ne? Das sollte man sich klar sein. Stelle ich den mal hin? Vielleicht hier so? Hier vorne? Dass er gut sichtbar ist? Ja, ich denke,
So passt das. Gut, okay, da hätten wir schon mal das. Jetzt würde ich natürlich gerne mal hier nach dem Rechten schauen, wie der unser Feld zu Ende gebracht hat. Und das sieht sehr gut aus. So habe ich es erhofft. So können wir es in Zukunft also dann weiterhin machen. Und sehr schön. Ich werde jetzt nochmal die Reste, die er hat stehen lassen, nochmal drüber fegen hier. Ja, aber genauso habe ich es erwartet. Sehr schöne Sache. Sehr gut. Oh, da unten hat er was stehen lassen. Gut, ja, es kann nicht immer perfekt sein, ne? Wollen wir nicht meckern, ich bin eigentlich zufrieden. Und dann haben wir noch eine Kleinigkeit selber zu machen. Ist ja auch nicht so schlimm. Wir müssen uns noch die anderen Ränder anschauen, ob er da drüben auch gut gearbeitet hat. Aber ich sag mal, wenn Felder so geschnitten sind, dann muss man halt damit rechnen, dass da auch was stehen bleibt. Ja, sehr schön. Gut. Ja, Heu brauchen wir ja nicht, davon haben wir noch genug. Dann können wir das hier auch zu Silage machen und schön verkaufen. Sehr gut, okay. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Ja, das können wir eigentlich bei den Kühen einlagern, ne? Haben wir eigentlich drüben noch was stehen an unserem alten Hof? Ich würde mir das gerne mal anschauen. An dem Hof Aurora. Ja, hier steht noch was, ne? Zweimal das. Hm. Das könnte man mal abholen. Und oh, hier liegt das Gewicht. Na, guck mal einer an. Das Gewicht liegt hier. Da haben wir das auch gefunden. Ich habe es nämlich schon irgendwie vermisst. Ja, ich werde jetzt alles zu den Kühen umlagern. Alles an Gerätschaften. Und ist das vorne angehoben? Nö. Warum nicht? So. Ja, und dann können wir das gerne mit verwenden. Naja, und den Hof können wir nämlich dann zurückgeben. Das wäre auch eine Idee. Nicht unbedingt die schlechteste. So, trotzdem muss ich sagen, 22.000 an Festkosten für die Mietgeräte ist heftig. Ich meine, wir haben jetzt schon den Holmer verkauft. Das sind ungefähr 4.000, 5.000, die frei wären. Da sind wir schon noch, nur noch bei 17. Ist trotzdem eine heftige Sache. Gut, den Kartoffelernter, ich will nicht mit den zweireihigen Geräten darum hantieren. Die sind einfach zu bescheiden dafür. Das muss man so sagen. Oh wow. Wie sind wir denn hier lang gefahren? Warum sind wir eigentlich überhaupt hier lang gefahren? Bremsen, 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 bremsen. Ich habe mir nämlich überlegt, wir könnten uns hier vielleicht eine kleine Waschstation hinbauen. Ich weiß nicht, ob das mit den Trigger funktioniert. Wir können mal kurz aussteigen und mal prüfen, ob wir eine Gerätschaft dafür haben. Halt, warte, das muss ich unter den Sachen machen. Diverses, glaube ich, ne? Ich weiß nicht mehr. Ne, Quatsch. Hier unter den Sachen müsste es sein. Ballen. Ich weiß es gerade nicht mehr, wo es war. Wie gesagt, das ist, wenn du das so machst, ist das ja in Ordnung, aber wenn du das eben, das ist alles Winterzeug. Geh mal raus hier. Nee, das ist das. Ich glaube, es war schon bei den Sachen hier und hier unter Diverses, oder? Nö. Halleluja hier. Das ist aber auch. So, jetzt muss ich nochmal schauen. Silo-Verdichtung, das. Gewichte. Sollte das nicht hier sein?
Nee, wir hatten das bei... hier war's. Meine Güte. Bei Bauern. Ich habe gedacht, das ist mit bei Dings drin. Egal. Dekoration brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Tiere, Produktion brauchen wir nicht. Wir brauchen Gebäude. Und da wären es eigentlich die Tools. Genau. Und ich muss mal schauen, ob wir hier noch was Vernünftigeres haben. Was ist denn das eigentlich? Eine Wetterstation verbessert die Wetterphase. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Biomethan-Tankstelle. Das ist was Feines. Hier hat man was zum Reparieren. Brauchen wir auch nicht. 4,5. Da muss ich nochmal gucken, ob ich vielleicht noch einen schönen Mod finde. Weil das ist mir gerade ein bisschen zu viel. Da bin ich ganz ehrlich. Wir haben den schon einmal gekauft. Der steht natürlich oben am Hof C. Aber... ja. Das ist mir, wie gesagt, ein bisschen zu teuer. Es gibt da bestimmt ein paar preiswertere Varianten. Ein Kirsch ist natürlich was Tolles, aber... man muss auch mal in Zeiten wie diesen auch mal aufs Geld schauen. So, wunderbar. Haben wir. Warte mal, ich brauche meine Frontgabel brauche ich. Ja, den Kühen geht es glaube ich ganz gut. Überhaupt Kühe, wir können mal, ups, wir können mal schauen, was die uns über Nacht an Milch gebracht haben. Oh wow. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Ich weiß jetzt nicht, was es gestern war. 3.000, 4.000 oder ich denke mal mehr. Aber schicke Sache auf jeden Fall. Ja, ich bekomme leider bloß eins mit. Ne? Früher gab es ja noch andere Mods, da konnte man hinten noch so einen Aufsatz drauf machen, da konnte man noch was mitschleppen. Oder hinten noch eine, so eine starre Gabel, wo man dann einfach mal noch ein, Paket mitnehmen konnte. Aber das gibt es sicherlich heute auch, aber ich habe mir das noch nicht rausgesucht. Und zu viele Mods, wie gesagt, ich will es ja auch nicht wirklich übertreiben. Aber das könnte man mal... noch mit holen. Jetzt muss ich bloß mal überlegen, die Kuhfarm wäre eigentlich der schlechte Ort dafür. Ne? Oder der denkbar schlechteste. Und ich würde trotzdem natürlich gerne den schon mal ansetzen hier. Ihr wisst ja, Zeit ist Geld. Und das haben wir leider nicht im Überfluss. Ja, wir müssen ja noch ein bisschen was rausarbeiten, dass wir die Schulden bezahlen können. Und dann sind wir eigentlich hier eingestiegen mit 600.000. Das ist auch so eine Sache. Irgendwie sehe ich nicht ganz so... oh, wow. Da gleich müssen die wieder alle hier kommen. Es ist jedes Mal dasselbe. Aber zum Glück haben wir ja Grund und Boden, den wir befahren können. Läuft. So. Ich finde, dieses System ist eigentlich total genial. Es ist so einfach wie effektiv. Auch Fehler, naja, ich sag mal nicht unanfällig, aber doch sehr viel fehlerresistenter als moderne Technik. Und kostet natürlich dann auch nicht die Welt. Ne? Sehr, sehr schön, dieser Mod.
Klasse. Einfach nur klasse. So, wunderbar. Okay, dann machen wir noch die Runde rum. Dann schauen wir mal, ob der alleine hier seinen Weg findet. Okay, gut, dann setze ich den mal hier an. Der soll mal sein Ding machen und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr mögt. Und bis dahin sage ich auf bald. Ciao, ciao und macht's gut.